Auch wenn uns oft gesagt wird, dass der Kapitalismus zeitlos sei, hat er doch eine Geschichte und ist nicht vom Himmel gefallen. In diesem Video schauen wir uns an, wie er entstanden ist, was danach kam bzw. danach kommt, nämlich der Sozialismus. Danach wollen wir uns auch mit der klassenlosen Gesellschaft, also dem Kommunismus, beschäftigen. Dieses Video ist Teil unserer Reihe zu den Grundlagen des Marxismus-Leninismus. Ihr findet weitere Videos auf unserem Kanal. In unserem letzten Video zum historischen Materialismus haben wir uns die Urgesellschaft, die Sklavenhaltergesellschaft und den Feudalismus angeschaut. Noch im Feudalismus entwickelte sich aber in den Städten die Keimzelle der neuen kapitalistischen Ordnung. In den Städten haben sich Kaufleute und handwerkliche Warenproduzenten herausgebildet, die bald die neue Kapitalistenklasse sein würden. Doch noch steckte diese Entwicklung in ihren Kinderschuhen. Nach und nach kamen die verarmten Bäuerinnen und Bauern von ihrem Land vertrieben worden in die Städte und suchten Arbeit. Bald sollten sie die neue Klasse des Proletariats bilden. Diesen Prozess, in dem die verarmten Bäuerinnen in die Städte strömen, um als Tagelöhner irgendwie über die Runden zu kommen, nennt man die ursprüngliche Akkumulation. Ursprüngliche Akkumulation kann man in allen Ländern, in denen Feudale von kapitalistischen Produktionsverhältnissen abgelöst werden, beobachten. Sie lässt sich grob in zwei Tendenzen zusammenfassen. Zum einen wurden die Bäuerinnen durch die Enteignung ihres Landes und des gemeinschaftlichen Landes, der Gemeinden, massenhaft von ihrem Land vertrieben. Die vertriebenen Bäuerinnen wurden in vogelfreie Proletarierinnen verwandelt, die gewaltsam der kapitalistischen Arbeitsdisziplin unterworfen wurden. Dafür wurden arme Menschen in Arbeitshäuser gesperrt und an die Ausbeutung gewöhnt. Dazu kommt die Ausdehnung der Arbeitszeit in allen Jobs bis zur physischen Grenze. Zweitens kam es zu einer Zusammenballung von Kapital in den Händen der neu entstehenden Kapitalistenklasse. Das wurde unter anderem durch die Ausplünderung und Versklavung der Bevölkerung der Kolonien und den Sklavenhandel geschaffen. Die eigene Bevölkerung wurde durch zahlreiche andere Formen ausgeplündert, etwa Steuern und Protektionismus. Damit wurden die beiden entscheidenden Bedingungen für die kapitalistische Produktion geschaffen. Erstens die Anhäufung von Reichtümern in den Händen einiger weniger Geschäftsleute mit frei verfügbarem Geldkapital für die Schaffung massiver kapitalistischer Betriebe. Zweitens die Schaffung von Menschen, die doppelt frei sind, das heißt, dass sie erstens selbst keine Produktionsmittel besitzen und zweitens persönlich frei sind, das heißt nicht mehr Leibeigene sind und deshalb gezwungen sind, als Lohnarbeiterinnen für die Kapitalisten zu arbeiten. Die ursprüngliche Akkumulation war also die gewaltsame Trennung der Produzentinnen, also der Bäuerinnen, von ihren Produktionsmitteln, dem Grund und Boden, und ihre Verwandlung in Lohnarbeiterinnen. Der Kapitalismus hat sich also nicht idyllisch durch fleißige und sparsame Geschäftsleute entwickelt, sondern durch brutale räuberische Enteignung der Bäuerinnenschaft und Handwerker sowie durch Ausplünderung, Versklavung und Vernichtung ganzer Völker. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts waren in England die Voraussetzungen für die industrielle Revolution gegeben. England hatte bereits ein riesiges Kolonialreich aufgebaut. Auf der Grundlage zahlreicher Erfindungen wie der Dampfmaschine, der Spinnmaschine und der Lokomotive entwickelten sich die gesellschaftlichen Produktivkräfte enorm schnell. Großbritannien wurde die erste Industriemacht der Welt. Die Durchsetzung der kapitalistischen Großindustrie veränderte die Gesellschaft grundlegend. In allen Wirtschaftszweigen wurden die kleinen Warenproduzenten wirtschaftlich vernichtet oder in bloße Anhängsel der Großbetriebe verwandelt. Das war die Epoche des Kapitalismus der freien Konkurrenz. Auch in anderen Ländern entwickelte sich der Kapitalismus rasend schnell, insbesondere durch die massive Ausplünderung der Kolonien. Mit dem Übergang zum 20. Jahrhundert entwickelte sich der Kapitalismus von der freien Konkurrenz in sein höheres Stadium, den Monopolkapitalismus, den man auch Imperialismus nennen kann. Einzelne Unternehmen wurden so groß und haben so viele andere geschluckt oder verdrängt, dass sie zu Monopolen wurden. Die Monopole bestimmten seitdem das gesamte wirtschaftliche Leben, ordnen sich den gesamten Staatsapparat unter
und die Gesellschaft auch. Nun wollen wir uns doch einmal die beiden Hauptklassen im Kapitalismus, das Proletariat und die Kapitalistenklasse, etwas genauer anschauen. Dabei schauen wir uns drei wichtige Aspekte an. Die Eigentumsverhältnisse, die Stellung innerhalb des Produktionsprozesses und die Verteilungsverhältnisse, also wer bekommt von den Reichtümern wie viel. Das Proletariat hat erstmal kein Eigentum an den Produktionsmitteln. Daher müssen Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Arbeitskraft verkaufen, um zu überleben. Im Produktionsprozess sind sie maßgeblich in ausführenden und produzierenden Rollen, können also nicht groß mitbestimmen. Von den Reichtümern der Gesellschaft erhalten sie wiederum nur einen winzigen Teil, der zum Überleben reicht. Auf der anderen Seite sind die Kapitalisten. Sie besitzen die Produktionsmittel, also alle Fabriken, den Grund und Boden, die Maschinen und vieles mehr. Im Produktionsprozess haben sie eine anleitende Funktion. Sie können also bestimmen, was produziert wird, wofür die Profite verwendet werden und so weiter. Bei der Verteilung haben sie ebenso die Nase vorn. Der Großteil des Reichtums, den die Gesellschaft produziert, geht in ihre Taschen. Dabei ist klar, dass es auch Abstufungen zwischen den beiden Hauptklassen gibt. Wie etwa das Kleinbürgertum, was ein gewisses Eigentum besitzt, aber trotzdem selbst noch arbeiten muss. Das können beispielsweise kleine Läden sein, die von einer Familie geführt werden. Sie sind weder Kapitalisten noch Proletarier. Sie schwanken zwischen den beiden Hauptklassen hin und her. Manche steigen auf, die allermeisten aber verlieren ihr Eigentum in der Konkurrenz zu den großen Monopolen und sie werden proletarisiert. Im Monopolkapitalismus hat sich dazu noch eine kleine Schicht der Kapitalistinnen und Kapitalisten ausgesondert, die Monopole anführt. Das ist die Finanzoligarchie. Sie besitzen das Finanzkapital, das aus der Fusion des Industriekapitals mit dem Bankkapital entstand. Dieses Finanzkapital an der Spitze der Wirtschaft unterwirft sich auch die kleineren Unternehmen, womit es auch zu Widersprüchen innerhalb der Kapitalistenklasse kommt. Doch bei allen Widersprüchen und bei aller Konkurrenz zwischen den Unternehmen sind sie sich in einem einig, in dem, dass die Ausbeuterordnung weiter aufrechterhalten werden muss. Zwischen den Arbeiterinnen und Arbeitern und der Kapitalistinnenklasse besteht ein unversöhnlicher Widerspruch. Ein Kapitalist muss sein Kapital vermehren, um nicht in der Konkurrenz unterzugehen. Den Profit, den er dafür braucht, kann er nur durch die Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft bekommen. Knapp gesagt bekommt der Arbeiter nur einen Teil des von ihm im Arbeitsprozess geschaffenen Wertes ausgezahlt. Einen anderen Teil, den Mehrwert, behält der Kapitalist. Um profitabler zu sein, muss der Kapitalist den Mehrwert erhöhen und damit den Arbeiter intensiver ausbeuten. Die Kapitalistinnen können ihr Kapital also nur auf Kosten der Arbeiterinnenklasse vermehren. Umgekehrt bedeuten bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und so weiter Einbußen für die Kapitalistin. Dieser Widerspruch kann innerhalb des Kapitalismus nicht aufgelöst werden. Er ist deshalb die Quelle des Klassenkampfs. Durch den Klassenkampf kann die Arbeiterinnenklasse innerhalb des Kapitalismus zeitweise Zugeständnisse erringen, wie zum Beispiel die Einführung von Sozialversicherungen oder höhere Löhne. Jedoch kann das Ausbeutungsverhältnis nicht innerhalb des Systems abgeschafft werden. Wie in allen bisherigen Gesellschaftsformationen kündigt sich eine neue Ordnung an, wenn die Produktivkräfte in Konflikt mit den Produktionsverhältnissen geraten. Seit über einem Jahrhundert können wir genau das sehen. Der Kapitalismus entwickelt die Produktivkräfte massiv und vergesellschaftet die Produktion. Heute bringt er gigantische Fabriken hervor, Produktionsketten, die über den gesamten Globus reichen, Monopolunternehmen, die durch Algorithmen und Analysen genauestens vorhersehen können, wo wie viele Waren wann abgesetzt werden können. ArbeiterInnen, die so gut gebildet sind wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Doch diese Produktivkräfte befinden sich im Widerspruch mit den Produktionsverhältnissen. Während die Produktion heute bereits gesellschaftlichen Charakter hat, sind die Produktionsmittel und geschaffenen Waren noch immer in privater Hand. Das führt dazu, dass die Entwicklung der Produktivkräfte gehemmt wird. So kommt es zum Beispiel erst jetzt zur Entwicklung von Elektromobilität, obwohl der Stand der Technik dies schon seit Jahrzehnten ermöglicht hätte. So werden noch immer jeden Tag Millionen produzierte Lebensmittel weggeworfen, während die Hälfte der Menschheit hungert. Es wird die Arbeitszeit verlängert und damit die Entfaltung der Arbeiterinnen und Arbeiter und ihrer Produktivkraft gehemmt,
anstatt die schon lange mögliche Arbeitszeitreduzierung durchzuführen. Wir können also sehen, der gesellschaftliche Charakter der Produktivkräfte erfordert neue, ihm angemessene Produktionsverhältnisse, in denen auch das Eigentum und die Verteilung der Produkte gesellschaftlich sind. Das sind die sozialistischen oder kommunistischen Produktionsverhältnisse. Der Übergang zu einer neuen Gesellschaftsformation wird immer durch einen gewaltsamen Umbruch vollbracht. Dabei unterscheidet sich die sozialistische Revolution von den anderen vorherigen Umstürzen. In den vorhergegangenen Umbrüchen wurde eine Form der Ausbeutung durch eine andere ersetzt. Erst durch die sozialistische Revolution kommen die Ausgebeuteten an die Macht, die dann die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abschaffen können. Dabei schafft der Sozialismus die Grundlage für den Übergang zu einer Gesellschaft ganz ohne Klassen, zum Kommunismus. Zur Revolution kommt es nicht spontan, nur weil die Produktivkräfte gegen die enge Hülle der Produktionsverhältnisse drängen. Es benötigt zum einen eine objektiv revolutionäre Situation, in der die Herrschenden nicht mehr herrschen können wie bisher und die Beherrschten nicht mehr leben können wie bisher. Zum anderen braucht es einen bewussten Prozess, in dem sich die Arbeiterinnenklasse erhebt, mit dem Ziel, die alten Verhältnisse zu sprengen und eine neue Gesellschaft bewusst aufzubauen. Um den Prozess der Aktivierung, Politisierung, Organisierung und letztendlich des militärischen Kampfes der eigenen Klasse durchzuführen, benötigt die Arbeiterinnenklasse eine Kampforganisation. Das ist die Kommunistische Partei. Im Zuge der Revolution müssen die Arbeiterinnen und Arbeiter alle ökonomischen Mittel in ihre Hand kriegen, also alle Fabriken und den Grund und Boden entschädigungslos enteignen. Dafür können sie nicht einfach den jetzigen Staat übernehmen, sondern sie müssen sich einen eigenen schaffen, der ihre Interessen durchsetzen kann. Marx und Engels haben bereits gewusst, dass man nicht einfach so alle Ausbeutung abschaffen kann. Es braucht einen bewussten Plan, wie man dorthin kommt, dass alle Bereiche der Gesellschaft frei von Ausbeutung und alle Menschen frei sind. Dazu sagten sie: Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andere. Der entspricht eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats. Man könnte jetzt meinen, dass es doch ziemlich widersprüchlich ist, von einer Diktatur zu reden und gleichzeitig alle Unterdrückung und Ausbeutung abschaffen zu wollen. Es ist aber kein Widerspruch, man muss nur verstehen, wie es gemeint ist. Marx sieht den Staat als ein Instrument zur Unterdrückung einer Klasse durch die andere. Das heißt, im Kapitalismus herrscht die Diktatur des Kapitals. Wirkliche Demokratie gibt es nur für die Kapitalistenklasse. Im Sozialismus wird das umgekehrt. Der Staat unterdrückt die alte herrschende Klasse, die versucht, an der Ausbeutung festzuhalten. Der neue Staat ist die Diktatur des Proletariats, also die Herrschaft der Arbeiterklasse, der ihr größtmögliche Demokratie bringt. Diese Demokratie wird durch die Rätestrukturen organisiert, die schon in der Revolution entstehen und nach der Revolution im ganzen Land aufgebaut werden. Wir sprechen deshalb auch von einer Rätedemokratie. Dabei hat die sozialistische Rätemacht im Wesentlichen zwei Aufgaben. Zum ersten geht es um die Absicherung der Revolution. Das bedeutet einerseits die Niederhaltung der ehemaligen Kapitalistinnenklasse im Innern, die versuchen wird, mit allen Methoden die noch junge Rätemacht zu zerstören, um wieder an die Macht zu kommen. Andererseits wird die Rätemacht sich gegen Angriffe von ausländischen Mächten verteidigen müssen, die versuchen werden, den sozialistischen Aufbau rückgängig zu machen, um ihre eigenen Interessen im Land zu schützen und eine Ausbreitung der Revolution zu verhindern. Zum Zweiten geht es um die Schaffung neuer Produktionsverhältnisse und den organisierten Aufbau der klassenlosen Gesellschaft. Die neue Gesellschaft kann in zwei Phasen eingeteilt werden. Die niedere Phase, die auch als Sozialismus bezeichnet wird, und die höhere Phase, die wir Kommunismus nennen. Hier können wir uns auch wieder schematisch die drei Kategorien anschauen, die wir uns bei den Klassen im Kapitalismus angeschaut haben. Was die Eigentumsverhältnisse betrifft, wird im Sozialismus direkt alles große Privateigentum, etwa an Fabriken, verboten und in die Hände der Rätemacht gelegt. Es wird nun nicht mehr für den Profit produziert, sondern nach einem gesellschaftlichen Plan zur Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung. In der höheren Phase, also im Kommunismus, gibt es dann kein Staatseigentum mehr, weil es keinen Staat mehr braucht.
Die Produktionsmittel werden gemeinschaftlich verwaltet. Was die Stellung im Produktionsprozess betrifft, zeigt der Sozialismus noch viele Muttermale der alten Gesellschaft. So wird es zunächst noch immer eine gewisse Trennung zwischen Kopf- und Handarbeit, zwischen leitender und ausführender Tätigkeit, zwischen Stadt und Land, zwischen Mann und Frau geben. Hier wird ein bewusster Prozess gestartet, um diese Trennung systematisch aufzuheben. Im Kommunismus sind diese Trennungen dann endgültig überwunden. Die Verteilung der Güter funktioniert im Sozialismus nach dem Prinzip jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung. Wer also mehr leistet, wird auch mehr bekommen. Trotzdem werden die Unterschiede nicht annähernd so groß sein wie im Kapitalismus und für Kranke oder Alte wird natürlich gesorgt werden. Im Kommunismus wird dieses Prinzip ersetzt durch das kommunistische Prinzip. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Die Höherentwicklung zum Kommunismus kann aber nur gelingen, wenn sie einhergeht mit der Höherentwicklung der Produktivkräfte, um etwa die Arbeitszeit drastisch reduzieren zu können. Dazu muss der Sozialismus nicht nur in einem Land, sondern auf der ganzen Welt gesiegt haben, um alle Gewaltapparate und letztendlich die Staaten abschaffen zu können. Das geht erst, wenn dauerhaft keine Verteidigung nach innen oder außen mehr gebraucht wird. Das war es mit unserem Video in der Reihe zum historischen Materialismus. Wir hoffen, wir konnten die Entwicklung der Gesellschaften etwas beleuchten und einige Fragen klären. Falls ihr mehr über den Marxismus-Leninismus erfahren wollt, empfehle ich euch wieder das Buch, an dem wir uns für dieses Video hier orientiert haben. Dort findet ihr auch Fragen für das Selbst- und Gruppenstudium. Damit sage ich Ciao und verabschiede mich bis zum nächsten Video.